Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trends wird 4 mit mir zusammen. Ich bin der Dennis, spielt das hier auf meinem Kanal. Ja, und wir haben heute die Aufgabe, als kleine Einstimmung auf meinem Livestream heute Abend um 22.30 Uhr einen RE von Wattenscheid bis nach Essen Hauptbahnhof zu fahren. Und ich habe versucht, auf die Strecke Hamburg-Lübeck zu gehen, aber jedes Mal, wenn ich das versuche, dann crasht das Spiel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich habe das Spiel schon neu. Also ich habe es deinstalliert und neu installiert. Das hat alles nichts geholfen. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, was ich da noch machen kann, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Also Hamburg-Lübeck crasht total, auch wenn ich da nur zu Fuß hingehe. Ich weiß nicht, woran es liegt, was da aktuell das Problem ist. Und ja, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung davon. Naja, konzentrieren wir uns erstmal auf dieses Szenario hier. Wir haben grün, wir haben die Route gelegt, dann würde ich sagen, starten wir den Motor und dann sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, Getriebeleistung ein, ist auf jeden Fall. Spitzensignale ein, das, die Türen schließen wir. Drücke Sicherungssysteme ein und dann würde ich sagen, los geht's. Lösen die Bremse und dann geht's. Müssen hier natürlich noch die Tür schließen. So, und dann würde ich sagen, nächste Station, Essen Hauptbahnhof. Stopp, stopp. Wir haben natürlich. Den sollte ich vielleicht auch nach vorwärts fahren. Ich habe vorhin die Wagen angekoppelt, deswegen. Wenn dann wollen wir ja vorwärts fahren. Gottes Willen. Mein Gott. Stress pur hier. So, los geht's. Fahren werden wir hier übrigens den RE14. Ja, da kann man ruhig schon mal pfeifen, das sehe ich genauso. Schön bis nach Essen. Mit unserer orientroten BR218 mit Latz. Wunderbar.
wunderschön. In der Farbgebung wurde ja früher wirklich im Orientrot und den mittgrünen N-Wagen. Also das gab es wirklich, von daher ist es gar nicht mal so frei erfunden. Schön. Sind im Übrigen auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr, für die, die das vielleicht nicht wissen, die das zum ersten Mal schauen. Wunderschön. Die braucht natürlich ein bisschen, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Es ist kein Schnellzug oder keine moderne E-Lok. Das ist die gute alte Diesel-Lok aus den 70ern. Dementsprechend braucht sie natürlich ein bisschen, jetzt müssen wir hier ein bisschen abschalten, weil wir gleich 130 zu erwarten haben. Nicht mal mehr 300 Meter. Und gleich schon in Essen. Während wir mit 130 die Gleise wechseln, das Spiel ist der Wahnsinn. So, gleich 80 zu erwarten. So, 185, sehr schön. Also wie gesagt, wenn ihr da eine Idee habt, wie ich den Fehler da behebe, dass ich nicht, oder, also wie gesagt, Strecke Hamburg-Lübeck crasht mir das Spiel komplett ab. Warum habe ich denn jetzt? Genau. Warum kommt denn jetzt ein 500-Hertz-Magnet? Erzähl mir das. Rot ist doch noch weit weg. Wir haben Grün vor uns. Aber ach komm. Ich riech mich darüber jetzt auch nicht mehr auf. Ich habe keine Lust zu. Jetzt wieder los. Manchmal hasse ich das Spiel wirklich.
Warum? Was ist denn jetzt schon wieder los? Meine Güte, ey. Langsam reicht's doch. Echt. Weiß nicht. Meine Güte. Weiß ich nicht. Manchmal kann ich das Spiel echt nicht verstehen. Und es ist auch nur meine Meinung. So, kommen wir jetzt endlich ein Essen an. Nein, Mann, 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 Mann. Der wird auf den Güterzug überholt. Ich weiß nicht. So, Gleis 4. So, wir entriegeln links die Tür. Wunderbar. So, damit endet das kleine Szenario. Wie gesagt, heute Abend 22.30 Uhr live auf meinem Kanal. Mehr von der BR218 in allen Konstellationen, die ihr euch wünscht, die ihr euch vorstellen könnt. Es wäre schön, wenn ihr dabei seid. Ich weiß, das Video war jetzt nicht die hundertprozentige spektakuläre. Aber naja, wie gesagt, ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte, wie gesagt, ein paar Probleme mit der Strecke Hamburg-Lübeck. Wenn ihr da Ideen habt, dann wäre es echt geil, wenn ihr mir das irgendwie in die Kommentare schreiben könntet, weil ich weiß es im Moment nicht, woran es liegen könnte. Naja, schauen wir mal. Ich sage auf jeden Fall Tschüss, Ciao, Servus und Tschüss für heute. Das war's mit dem Video. Macht's gut, haut rein, Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.